Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Splinter Cell Pandora Tomorrow. In der letzten Folge sind wir aus der Botschaft rausgekommen und haben nun die Spur aufgenommen von Mortified Penguin, die uns nach Frankreich geführt hat. Und zwar zu dem Unternehmen Sonier Cryogenics, wo wir jetzt auch eindringen müssen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, wir gehen mal. Oh. Na? Okay, wir merken, mit Nachtsichtgerät ins Licht gucken ist eher semi-gut. So. Oh, ich erinnere mich. Oh ja, das ist schon direkt frustrierend. Wenn das hier ist. Ne, ist doch nicht hier. Gut, alles gut. Da ist jemand. Okay, er hat mich kurz entdeckt, aber ist schon wieder egal. Klingt wie ein schlechter Horrorfilm. Ja, aber hier ist schon dunkel. Oh, was? Ich dachte, du hättest was gesagt. Was meinst du mit Franz, Mann? Wir alle sind Franzmänner. Ich meine die französischen Franzmänner. Den Wachmann? Genau. Keine Ahnung. Er muss ein klasse Versteck haben, wenn sie ihn immer noch nicht haben. Ich hoffe, die anderen verschwinden nicht ohne uns. Das wäre ja gemein. Das ist nicht gut. Einer unserer Männer wurde angegriffen. Auch klar. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Okay, da haben wir schon direkt, Mann. Ist aber nicht schlimm, die Alarme setzen sich mit der Zeit wieder zurück. So, dafür speichere ich jetzt erstmal. Naja, war jetzt nicht so ganz elegant, aber zumindest auch kein großer Verlust. Oder Fehlschlag. So. Ah. Sprint. So, das war naheliegend, oder? Gut, du bist drin. Grimstad hier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz.
Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. So, Verzeihung, ich musste gerade mal einen Schluck trinken. So, achso, halt. Genau, da haben wir unser verschaffenes Zugriff auf das Sicherheitsterminal von Sonier Cryogenics, sodass Grimmsortier die Netzwerkaktivitäten untersuchen kann. Okay, sonst haben wir nichts Neues. Okay. Läuft hey, ich kann nicht sehen. Ich mache hier mal die Tür auf, vielleicht kommen wir dann hier rein. Oh, was eine Hohlbirne. So. Dann ach, als ob. Warte mal, jetzt, sorry, aber da müssen wir nochmal durch. Also das ist ja jetzt echt Käse. Gut, du bist drin. Grimmsortier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. So, ich glaube, da ist das Terminal, da müssen wir drauf zugreifen. Ich gucke mal, ob ich den erledigen kann, wenn wir auf ihn drauf springen. Ja. So, hier liegt er auch gut. Okay, ah, da ist ein Lichtschalter, den machen wir direkt mal aus. So. Kein Licht. Laboratory. Benutzen wir mal. Okay, offensichtlich war es nicht der Computer, den wir brauchten. Dann Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Da liegt einer.
Was gefunden? Ich kann auch nicht mal ein Verzeichnis... Wer war das? Okay, ich hätte jetzt gedacht, da kommt einer zum Lichtschalter. Da drüben bewegt sich was. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ja, hab ich voll verkackt. La, Mann, heute bin ich nicht in Form. Heute läuft nicht so. Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Hey, ich kann nichts sehen. Das die Reaktion nicht haben wollte. Habe ich denn Halluzinationen? So, oh warte, wir können den doch, glaube ich, durch die Tür tragen. Ja, ha! Ja, das ging im ersten Teil nämlich nicht. So. Was zur Hölle? So. Hat sich schon alles erledigt hier. Das ging viel besser als gerade eben. So, wir speichern direkt. Und wir gucken mal durch. Nix. Oh, der ist kaputt, da finden wir auch nichts. Erstaunlich viel nichts auf den Computern. Ich glaube, die haben nichts gearbeitet hier. So, wir haben bestimmt Notizen gefunden. Ne, Daten. Ja, hier ein Stick. Von Ferris Ghanem. An Ashad Bashar. Diskretion, Ashad. Diskretion, Ashad. Wir haben sein Geld bereits. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als unseren Auftrag, so gut es geht, zu erledigen. An Point Dexter bin ich über Abdul Karim geraten, der mir nichts über ihn verraten wollte, außer, dass man ihm am besten aus dem Weg geht. Unseren Familien wird es gut gehen. Wir müssen nur unseren Job erledigen. Ich habe keine Ahnung, wie Point Dexter seinen Finger oder Daumen verloren hat. Abdul Karim meint, dass er sich selbst die Ohrläppchen abgeschnitten hatte. Bitte drin, nichts Unüberlegtes. Fares. Okay. Point Dexter ist also auch so ein ganz charmanter Typ. Okay. Gut, gut. So. Oh, hier gibt es sowas wie einen Lichtschalter nicht, ne? Sachi. Jetzt da draußen. Oh, das ist ein Medikit. Das ist gut. Ach, wir sind ja... Ha. Waren ja so gut, dass wir das nicht gebraucht haben. Okay. Durchsuche jeden Millimeter. Man kann nie wissen. Halt. So.
Okay, wir warten mal und schauen uns mal an, wie die sich verteilen. Aber falls ich im Moment noch so ein bisschen angeschlagen wirke, dann tut mir das sehr leid. Ich habe noch ein bisschen mit den Nachwirkungen meiner Corona-Infektion zu arbeiten. Okay, raus hier. Du bleibst hier und passt auf, dass niemand durchkommt. Okay. Da ist jemand. Herr, was? Ich bin im Dunkeln und kannst mich nicht sehen. Habe ich denn Halluzinationen? Im Zweifelsfall ja. Shit. Was ist das? So, den muss ich hier mal beiseite räumen, sonst wenn er jetzt gleich kommt, dann findet ihr ihn sonst gleich. Oh. Das ist Munition fürs Gewehr. Ja, dann nutzen wir doch das Gewehr. Da ist jemand. Oh. Okay, so. Ich hatte aus Versehen, gepfeift. Und, das war irgendwie nicht so der Plan. Ich wollte eigentlich gucken, wie ich mit dem Gewehr zoomen kann. Nee. Ach, ich muss den klicken, okay. Ja gut, dann. Dann habe ich's. Alles klar. Bestätigt. Das Untergeschoss ist sauber. Ich wiederhole, Untergeschoss sauber. Ich fahre fort und zerstöre alle Computer. Oh nein. Wir haben noch einen Datenstick. Vom Modified Penguin an Abdel Latif Ashad Bashar. LKWs, wir brauchen keine Lastwagen. Alles befindet sich in leicht transportablen Behältern. Autos reichen völlig, sind unauffälliger. Gleiches gilt für die Kühlung. Nicht nötig, die Behälter kümmern sich drum. Erledigt eure Jobs, mehr verlange ich nicht. Okay. Fischer, wir brauchen diese Zugangscodes.
So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir nehmen uns noch die Tasche an uns. Okay. Da war noch mal Munition drin, das ist gut. Ein Weg Dietrich, das ist auch nett. Ein Weg Dietrich können wir benutzen, die öffnet quasi instant eine verschlossene Tür. Ohne dass wir noch das Minispiel machen müssen. So. Okay. Ich bin drin. Gute Arbeit, Fischer. Was haben wir, Grimm? Mal sehen. Mortified Penguin hat die Systemverzeichnisse gecrackt. Sieht aus, als habe er sich ausschließlich für die Kundendatenbank interessiert. Das heißt, dass er nach ganz bestimmten Tiefkühlleichen gesucht hat. Was sagt die Kundendatenbank? Von hier aus nichts. Es ist ein separates Netzwerk. Oh mein Gott! Was? Was? Die Söldner haben einen ferngesteuerten Zeitzünder aktiviert. Wo ist er? Das Signal kommt aus dem Heizungsraum, den Flur entlang. Boah! Okay, hey. Geschafft. Gut gemacht. Du hast jetzt Zugang zur Datenbank. Das ist ein Stock höher und dein nächstes Ziel. Ja gut, aber erstmal muss ich mich hier um die Jungs kümmern. Alter Verwalter. So. Ja, und da standen die auch schon direkt an der Ecke, ne? War ja auch sehr nett. Ja, aber wir sind ja Profis, wir kriegen sowas ja hin. Ich will jetzt gleich nochmal da hinten an den in den Raum gucken. Ich glaube, das Labstellkammer, vielleicht finden wir da nochmal ein Medikit. So. Okay. Oh, wir könnten nochmal zurück in den Raum mit den Computern. Und uns noch Munition holen. Haha. Ja, Medikit. Oh. Hier gibt's sogar auch Munition. Oh, das Ablenkungssystem. Eine Rauchgranate hatten wir auch. Ha. So. Perfekt. So, wir hatten noch Notizen. Ach, Ziele. Verschaffen Sie sich Zugriff auf die Kundendatenbank im ersten Stock. Sonier Temperaturtechnik, Paris, Frankreich. Ich nehme die Pistole wieder zur Hand. Minus 2. Das sieht auch schon so aus, als ob das total toll wird. Minus 1. Wir müssen jetzt in den ersten Stock. Sortie. Ausgang. Okay.
Oh, mal einen Moment. So, ich musste gerade mal die Karte hier wieder rauswerfen. Die hier nämlich schon wieder Rambazamba machen. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. Ja, ich weiß nicht genau warum, aber hey. Mann am Boden. Er ist tot. So ganz habe ich das nicht begriffen mit dem Alarm gerade, aber okay. Achso, ich glaube hier der Melder, der hatte da was mit zu tun. Ach nee, da ist eine Kamera. Oh, die hat mich gesehen. Ist ja auch witzig, ey. Und noch ein Einweg, Dietrich, das ist ja nett. So. Munition ist wieder voll. Okay, was haben wir hier noch? Oh, da liegt was. Noch ein Ablenkungssystem. Hier Unterlagen. Okay. So, was hatten wir für Daten? Modified Penguin an Thomas Dessy, Faris Gunnam und Ashad Bashar. Ashads Vorschlag macht mir Sorgen. Noch einmal, nichts ist wichtiger als bei dieser Arbeit als Unauffälligkeit. Keine Beweise, keine Schlamperei. Sie wurden bezahlt, sie sind Profis. Ein Fehlschlag zieht Bestrafung nach sich. Die Bestrafung wird auch die Familie treffen. Point Dexter. Okay, da ist wohl nicht mehr zu Spaß mit dem Kollegen. Ich habe den Wachmann auf den Überwachungskameras. Sieht so aus, als stecke er hinter dieser dicken Sicherheitstür. Auf dem Monitor steht Präparationsraum für Körper. Ich höre Schritte. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, die Situation ist kurz davor, außer Kontrolle zu geraten. Okay.
Also muss ich offensichtlich durch den Raum mit den Kameras. Aber, so leid es mir auch tut, auch wenn jetzt die Musik gerade mega spannend ist und alles, will ich für heute Schluss machen. Und ich danke euch wieder, wie immer, fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wie immer sage ich bis dahin, bleibt in den Schatten und ciao.